Obwohl er seinen Vater kaum kannte, zieht es den ehemaligen US-Präsidenten Obama in dessen Heimatland Kenia. Er weiht dort ein Bildungszentrum ein und tut seiner Halbschwester damit einen Gefallen. Denn beiden liegt die junge Generation am Herzen. Mit Gesang und Tanz sowie Anekdoten der Obama-Familie hat der frühere US-Präsident Barack Obama an der Eröffnung eines Jugendzentrums seiner Schwester Auma Obama in Kenia teilgenommen. Das Sport- und Ausbildungszentrum der Organisation Sauti KU, starke Stimmen in Kiswahili, wurde in Kogelo im Westen Kenias, im Heimatort von Obamas Vater, eingeweiht. Wenn junge Menschen in Kenia und Afrika eine kleine Chance bekämen, ihre Gefühle auszudrücken, lernten sie, dass ihre Stimmen die Welt verändern können, sagte der 44-Jährige Präsident der Vereinigten Staaten. Der 56-Jährige erinnerte sich an seine erste Kenia-Reise im Alter von 27 Jahren. Den Heimatort seines Vaters, den er kaum gekannt habe, zu besuchen, habe ihm eine Befriedigung gegeben, die einem kein Fünf-Sterne-Hotel jemals geben könnte, sagte Obama. Es verbindet dich mit deiner Vergangenheit und erdet dich. Obamas Vater war im November 1982 bei einem Verkehrsunfall in Nairobi gestorben. Seine Mutter, die Amerikanerin Stanley Andanham, starb 1995. Die Anthropologin war von 1961 bis 1964 mit Barack Hussein Obama Senior verheiratet. Auma Obama, die unter anderem in Bayreuth promovierte und mehrere Jahre in Deutschland lebte, gründete Sauti KU, um Jugendlichen durch Sport und Bildung zu helfen, ihr eigenes Potenzial zu entfalten. Wir wollen den Jugendlichen Alternativen geben, wir wollen ihnen Perspektiven geben, sagte sie. Das neue Zentrum umfasst unter anderem ein Berufsbildungszentrum, eine Bibliothek, ein Fußballfeld und ein Basketballfeld und wurde vom Bundesentwicklungsministerium mitgesponsert. Quelle: NTV. De